Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video aus Sammys Fantasyland. Ganz vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dranbleiben oder auch das erste Mal dabei sein. Ja, und wenn es gefällt, dann dürft ihr natürlich gerne ein Like da lassen oder auch gerne ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Ja, los geht's mit Episode 21 hier aus, und glaube ich Nummer 6 des Witch Hunters. Es geht so langsam auf die große Fertigstellung zu. Ihr seht mich gerade hier, wie ich an der letzten Einfahrt in die Dunkelheit sozusagen hier Hand anlege. Und da darf auch die obligatorische Tür nicht wieder fehlen, eine Backstage-Tür. Also ich versuche es tatsächlich immer noch so ein bisschen hier zu verfolgen, das Ganze. Also es wird hier hinten eine riesengroße Halle werden, das war eigentlich auch von Anfang an schon klar. Nur das Ganze muss jetzt hier auch entsprechend diesen anderen ganzen Bauwerken, die hier an dieser Stelle schon stehen, angepasst werden. Und wie man merkt, es gibt ab und zu ein paar unterschiedliche Höhen und also weil hier alles am Ende zusammenkommt, das ist manchmal gar nicht so einfach. Vieles wird weggenommen und umgesetzt und nochmal neu bearbeitet. Jetzt merkt man an der Stelle auch, welche Teile tatsächlich überflüssig sind, die ich zuvor so ein bisschen gesetzt hatte, um zu gucken, inwiefern die Gebäude hier miteinander zusammenpassen. Und das Ganze soll ja auch hier an dieser Stelle wieder im Dunkeln stattfinden. So wie auch der Start. Also die Blockbremse soll dunkel sein. Und dementsprechend muss ich natürlich hier auch wieder so ein bisschen mit den schwarzen Blöcken arbeiten. Das sind die Teile aus dem, also die sind so universell einsetzbar, sag ich mal. Die kann man immer wieder gut benutzen. Sind aus dem Adventure Pack ursprünglich. Und die kann man halt, die sind nicht so starr wie viele andere Bauteile. Die kann man auch in alle Richtungen kippen und drehen und bewegen. Und wenn man hier so am Bauen ist, merkt man, an welchen Enden und Ecken es doch tatsächlich immer noch fehlt oder ich da einfach irgendwie nicht weitergemacht habe. Wie zum Beispiel das eine Gebäude hier, was so ein bisschen nach vorne ragt. Ich glaube, bei irgendeiner Endsequenz, da ist es mir tatsächlich aufgefallen, dass hier die Umrandung noch gefehlt hat oder so ein bisschen die Fertigstellung des Gebäudes. Das ist jetzt auch erledigt. Und dann geht es hier stufenweise bis nach vorne. Mit den Dächern sozusagen im Blick nach vorne zur letzten Szene, die hier nach der Schlussbremse dann starten soll. Und das Ganze teile ich jetzt hier an dieser Stelle nochmal so ein bisschen mit dem Start ab. Das war ja alles noch gar nicht so wirklich hier fertig, angelegt, geplant, wie auch immer. Also heute dreht sich es tatsächlich hier um die Schlussbremse, um den Startpunkt. Da fehlt ja auch noch einiges und tatsächlich auch noch so ein bisschen um die Station. Da ist ja in der letzten Zeit überhaupt nichts passiert. Also das war der Ausgangspunkt, aber seitdem habe ich den auch tatsächlich links liegen gelassen. So, und da auch das hier alles im Dunkeln stattfinden soll, muss natürlich dementsprechend hier auch alles geschwärzt werden. Und darf natürlich hier an dieser Stelle nicht aus dem Blick verlieren, dass da ja auch noch die Besucher oben rüber gehen. Sprich, der Ausgang ist ja auch noch an dieser Stelle verbaut. Das ist jetzt natürlich, würde ich mal sagen, ein bisschen hinderlich. Aber so ein bisschen Fremelarbeit muss am Ende natürlich auch noch sein und wird nachher am Ende alles schön, kann ich versprechen. Ja, hier hatte ich einfach den Steg jetzt ein bisschen abgeteilt, ein bisschen abgetrennt vom Start, auch wenn er bis er zum Ende durchgeht, denke ich mal, macht das an der Sache nichts. Ist egal, dass der ja auch am Ende in der Brems- oder Blockstation, wie auch immer man das hier nennt, wenn er dann noch so stehen bleibt, ist egal.
So, und dann geht es hier so langsam an die Gestaltung der letzten Szene. Da wir ja, das habe ich ja in der Zwischenzeit eigentlich gar nicht mehr so berücksichtigt. Wir sind ja hier eigentlich der Hexenjäger und am Ende wollen wir natürlich die Hexe auch kriegen. Und das soll dann hier am Ende in der Szene so ein bisschen eingefangen werden. Letztendlich ist sie total plump, aber die Hexe steht nachher im Gefängnis, so wie sich das gehört. Und kurz zuvor darf man noch durch diese schwarzen Gestalten hier so ein bisschen erschreckt werden. Die werden dann getimed. Und wenn der Wagen denn hier steht, deswegen habe ich den mal hier auch schon so hingestellt, wie er an dieser Stelle ganz kurz anhält, bevor er dann in die Station zurückfährt. Ja, ich weiß nicht, wer es noch kennt. Bei der jetzigen Flucht, muss man ja sagen, beim damaligen Flug von Novgorod ist es tatsächlich auch mal so gewesen, dass wenn man in der Schlussbremse ist oder kurz da reinkommt, mal ein Geist von oben gekommen ist und der dich so ein bisschen, wenn du in der ersten Reihe gesessen hast, ein bisschen erschrocken hat. Das wollte ich eigentlich hier an dieser Stelle, ich würde mal sagen, nachmachen. Oder ich habe mich davon inspirieren lassen, wie auch immer. Fand ich eigentlich ganz gut. Mittlerweile gibt es es nicht mehr. Ich glaube, das Gespenst hängt noch, aber er wird nicht mehr ausgelöst. Es kommt einfach nur noch ein Luftdruck und ich glaube auch ein neues Videobild von der Krähe oder so ist jetzt da. Aber das war es dann auch schon. Und dafür gibt es das jetzt hier an dieser Stelle. Es ist lustig, wenn man die Leute hier oder die Gäste hier in diesen Wagen beobachtet, dann erschrecken die sich tatsächlich vor diesen schwarzen Gestalten. Das ist schon witzig. Ein bisschen Deko muss auch noch sein. Ob man die nachher im Dunkeln sieht, weiß ich selber gar nicht. Vielleicht mache ich noch eine kleine Beleuchtung rein. Spinnenweben noch und ein paar Spinnen selbst. Und dann, manchmal geht es schneller als gedacht. Auf einmal ist das dann hier hinten tatsächlich passig und stimmig. Da habe ich selber gestaunt. Das ging dann relativ flott von der Hand. Das, was ich tatsächlich nicht aufgenommen habe, ist die ganze Geschichte mit den Timern. An der Einfahrt, die wir eben ganz am Anfang gesehen haben, die ich da gestaltet habe, oder diese große Halle, wo man dann reinfährt, da ist natürlich noch ein Auslöser dran, der auch dann wieder in die Nachtansicht schaltet, wenn man mit der Bahn unterwegs ist. Und dann sind natürlich die ganzen Sachen und ganzen Geschichten, die hier passieren, mit der Stelle verbunden. Und das habe ich natürlich nicht aufgenommen und nachher komme mit den Türen nicht zurecht. Also die hier am Ende, die lassen sich noch ganz gut einstellen, aber die vordere Tür, ja, der wir uns sozusagen gleich widmen, da hakt es immer irgendwie noch, das kriege ich nicht ganz auf die Reihe. Also da ist noch ein bisschen Bastelarbeit zu tun, die erspare ich euch letztendlich einfach mal. Das lassen wir außen vor. Aber das, was ihr jetzt noch zu sehen kriegt, ist das Stationsgebäude und auch die erste Szene. Da, wo wir sozusagen in den Hexenwald reinfahren und dann Jagd auf die Hexen machen. Ich überlege immer noch, ob ich ein paar von den Hexen einfach nochmal zwischendurch in der Bahn positioniere, weil oben im Turm ist ja auch eine, die kriegt man aber gar nicht so schnell mit. Die muss ich, glaube ich, noch ein bisschen eher auslösen, damit man die als Gast tatsächlich sieht. Und vielleicht hinten im Wasserkreis noch. Den habe ich übrigens noch gar nicht gestaltet, der fehlt mir komplett. Das habe ich bis jetzt auch außen vor gelassen, weil ich nicht weiß, ob ich da auch so ein Sumpfgebiet machen soll, wie ähnlich dem, wo der kleine Flatride drinne steht. Oder ob ich das einfach nur mit Wasserfontänen machen soll oder die Hexe fliegt dadurch. Da habe ich tatsächlich noch überhaupt keinen Plan. Das wird auch nicht in dieses Video kommen, das kriege ich nicht mehr hin. Das schaffe ich nicht. Also das wird irgendwann mal beiläufig bei den fehlenden Videoschnipseln landen. Und da muss ich mal schauen, wie ich das machen könnte. Vielleicht habt ihr noch eine Idee, die ihr in die Kommentare schreiben könnt. Dann dürft ihr das natürlich unbedingt auch gerne tun. So, das hier ist jetzt ein bisschen die, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Gestaltung der Station, weil viel wird hier nicht passieren. Es wird auch alles ein bisschen dunkel gehalten, ein paar Balken kommen rein
Ein paar Kronleuchter werden hier auch noch in der Mitte sein. Dadurch, dass die Station relativ klein ist, geht das auch schnell, relativ fix von der Hand. Und dann geht es um die Gestaltung vorne der ersten Szene. Und danach wird das Ganze eingehaust, zugemacht und fertig ist die Kiste. Hat eine Weile gedauert, 6 Episoden mittlerweile, aber gut, ist halt so. Manches braucht halt seine Zeit, auch wenn das von mir immer nicht so geplant ist, aber ich denke, das Ergebnis zählt und damit kann ich doch, ohne jetzt mich selbst loben zu wollen, das kann sich sehen lassen. Schade, dass das Ganze irgendwie nicht in den Workshop kann, denn dafür ist viel zu viel Terraforming gemacht worden, das und mit den Wegen hier, mit der Warteschlange. Ich glaube, das funktioniert leider nicht. Achso, und was ich auch noch nicht aufgenommen habe, ist ich habe nochmal dieses Eingangsgebäude hier an der Seite so ein bisschen verschönert, da ist noch ein bisschen was entstanden, um was zu verstecken. Und dann hoffe ich einfach, bleibt ihr jetzt noch bis zum Ende des Videos dran. Ich hoffe, es gefällt. Wenn ja, dürft ihr es gerne unten natürlich auch kommentieren. Und dann hoffe ich einfach, was auch immer dann kommt, seid ihr beim nächsten Video wieder mit dabei. Und vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.
Hello, Jean.